gerade nichts an! FV! Danke! Friede! So, Eva, Tag 2, Mädels, hinter mir der Heiko von Rebel Airsoft. Und jetzt schauen wir mal weiter, was heute noch so alles schön ist bei uns. Die 6-Hour 1911 in der Spartan-Version in einem schönen Bronze-Look mit einem schönen Marking auf dem Griffstück und ja, ist altbewährte Technik drin und ist auf jeden Fall mal optisch mal was Geiles, muss man sagen. Was wir noch gesehen haben, ist die neue 6-Hour X5 in einem schönen Silber gehalten, auch das Magazin in Silber und hat ordentlich Bums. Also das Ding hat einen richtig massiven Schlitten, also da hat er ordentlich was in der Hände. Ja, und dann noch Witterungen zu verschiedenen anderen 6-Hour Modellen wie dem SP22, Standard 226 und auch neu die normale 6-Hour 1911 in der Tactic-Version. Ja, gehen wir weiter. Thank you.
meinen 110 angelegt. Ist allerdings sehr schön verarbeitet, natürlich E&D typisch, mit einem großkalibrigen Magazin. Und der Body hier aus Kunststoff gefertigt, was das Ganze eigentlich relativ leicht macht. Aber wir müssen allerdings hier auf jeden Fall sagen, es fühlt sich jetzt nicht lumpig an. Aber es wird einiges aushalten, überhaupt kein Problem. Die Rail hier ist aus Metall gefertigt, ist ein Klimatrail-System, kommt ringsum auf jeden Fall Möglichkeiten, Schienen anzubringen. Und das Frontstück hat auf jeden Fall auch optisch was her. Und ja, was im Inneren verbaut ist, ist schon die neue G2-Gearbox von E&G, das heißt mit MOSFET, mit Mikroabzug, was man hier natürlich auch am Abzug selber sieht. Und damit sind Gearbox-Gems der Vergangenheit angehört. Und für sich Gearbox, E&G, braucht man nicht viel zu sagen.